Grüß Gott, ich will ein Sammlungsvideo machen. Mit dem dritten Versuch gerade, weil ich irgendwie nicht Bock auf dieses Video habe. Überhaupt nicht. Aber es haben sich viele gewünscht. Ich muss den Ventilator anmachen, sonst sterbe ich vor Hitze. Fangen wir auch gleich mal an. Ich will keine blöden Meldungen hören, ich sag's euch gleich. Ich will nichts Dämliches hören, wie ich hab zu viel. Das merke ich gerade selber. Vielen Dank. So, mit dem ersten Duschgel fange ich an von Yves Rocher. Das sieht so aus, das ist dieses Tiare-Blüte. Da habe ich mir nämlich ein paar gekauft, weil die ja aus dem Sortiment gegangen sind. Das habe ich schon länger. Das ist das Retropical gewesen, das, wo es auch einen Duft gegeben hat. Sollte ich endlich mal aufbrauchen. Aber ich glaube, das werdet ihr jetzt oft hören. Dieses sollte ich endlich mal aufbrauchen. Da. Dann habe ich noch das Lotus davon. Habe ich mir ja auch erst vor kurzem gekauft. Mir ist auch ein lila Reis runtergeflogen. Oh Gott, komm her da! Ja. Ich habe noch ganz viele lila Reis-Backups. Also, da ist eins. Da ist eines. Da ist eines. Da ist eines. Und jetzt juckst du mich im Gesicht. Und da ist eines. Ja, ich habe jetzt nicht mitgezählt, nur damit ihr wisst. Dann habe ich ein Orange noch. Da habe ich ein Backup meinem Bruder geschenkt, weil ich habe ja zwei gehabt. Ich überlege auch, ob ich mir davon noch welche kaufen soll, aber ich habe eh keinen Platz. Obwohl ich noch so gern welche hätte von dem. Das mag ich so gerne. Aber ja, jetzt habe ich mich gezwickt. So. Dann habe ich noch zwei Macadamia. Ich glaube, ich habe nur noch eines. Das heißt, ich kann eins noch benutzen. Sorry. Das sieht so aus. Das ist mein absolutes Lieblingsduschgel. Das gibt es aber leider nicht mehr. Von Yves Rocher. Habe ich noch Yves Rocher? Ein paar noch. Dann habe ich ein Kokosduschgel von Yves Rocher. Das mag ich so, so gerne. Das Duschgel, den Duft, alles von dem mag ich so gerne. Ist ja auch noch nicht so alt. Habe ich auch noch nicht so lange. Dann habe ich eins zu Weihnachten bekommen von Annemarie Börlind. Sieht so aus. Das ist so ein Duschbalsam. Hatte ich noch nie, also weiß ich nicht, wie das ist. Dann, das habe ich von meiner Cousine geschenkt bekommen, habe ich das Einhorn-Duschgel. Ja, ich bin aber jetzt nicht so der obermäßige Einhorn-Fan, sage ich euch ganz ehrlich. Es riecht gut, aber ja. Es ist jetzt nichts, was mich umhaut. Dann habe ich hier noch eins von Isana. Das ist mein letztes Backup von dem. Das ist dieses mit Melone und Birnenduft. So sieht das aus. Das mag ich so, so gerne. Das ist leider mein letztes Backup. Leider. Weil das andere, das ich hatte, habe ich schon im Badezimmer und das ist fast leer. Also seht ihr das bei dem aufgebrauchten Video. Dann habe ich hier noch zwei von, auch von Isana. Die sind sogar noch zubiegt. So habe ich die nicht aufgemacht. Ach, Leute, ich hasse dieses Video jetzt schon. Noch zwei von Isana. Das ist dieses Vitamin und Joghurt. Das liebe ich ja auch so, 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 so sehr. Das gehört mir so gut, dieses Duschgel. Sollte ich auch bald wieder verwenden. Ich habe so Bock auf das. Eins ist sogar zugeklebt, aber ne. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Ich mache mal weiter mit Isan. Ich habe sicher noch irgendwo so eins. Irgendwo, weil ich habe da noch ein Sackerl auch unten stehen. Beziehungsweise eine Tüte, wo ganze Duschgele drin sind. Das haben die aus dem Sortiment genommen, was ich weiß. Das ist von Isan auch, das Maracuja und Kokosduft. Und das ist so geil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das riecht so geil. Aber gibt's nicht mehr. Dann mache ich mal weiter mit der Zuckerschnute, weil dann habe ich das erledigt. Und ich habe noch ganz, ganz viele Backups. Da stehen 4, 5, 6, 7 Backups habe ich noch von der Zuckerschnute. Echt gestört, oder? Da habt ihr mal 3. Und da sind 4. Man sieht, dass ich das schnell hinter mich bringen will. Dann habe ich hier noch von Sacrodan 2 Duschgele. Ich weiß gar nicht, ob ich die bei mir, bei Müller gekauft habe. Ich glaube aber schon. Ich glaube, das sind die beiden, die ich mir in Österreich gekauft habe. Weil es gibt ja auch andere Sorten. Und die gab es aber nur in Deutschland und nicht bei uns. Es ist so dunkel heute. Gebitte. Eins habe ich jetzt aktuell im Badezimmer stehen, weil ich die so gerne im Sommer eigentlich benutzen wollte. Und die laufen auch schon ab. Und jetzt ist es wieder zu gelb. Das Wetter will mich ein bisschen aggressiv machen heute.
Dann habe ich hier noch eins von Today. Da steht auch Limited Edition drauf. So viel ich weiß, gibt es das auch nicht mehr. Das war dieses Banana-Eis-Duschgel, heißt das. Das riecht so richtig nach Bananenmilchshake. Aber total wie Bananenmilchshake. Geil. Einfach geil. Aber es gibt es leider nicht mehr. War ja eh klar. Dann habe ich noch zwei Backups von meinem Duschpeeling von Balea, von dem Melone. Eins habe ich wieder in Verwendung. Ich muss mir unbedingt noch Backups bunkern. Yay, obwohl ich hier keinen Platz in meinem Kasten habe, aber egal. Dann habe ich hier ganz viele Weihnachts-Yves Rocher-Duschgele. Ganz, ganz viele. Ich fange mal mit dem an. Das sollte ich nämlich heuer aufbrauchen. Das ist nämlich dieses Apfelkaramell, glaube ich, ist das. Das riecht ja so geil und da habe ich auch die Bodylotion davon. Und das war mein absolutes Lieblingsduschgel von Yves Rocher von der Weihnachtskollektion. Ich war froh, dass sie das, ich glaube, voriges Jahr, stimmt das? Nein, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, haben die das rausgebracht. Aber das riecht echt Hammer. Ich zeige euch das nochmal genauer. Es hat lauter Äpfel drauf und ich freue mich schon auf das, weil das will ich heuer vielleicht leer machen. Ja, was ich alles leer machen will. Dann habe ich noch von letzten Jahr von den Kollektionen, von Winterkollektionen von Yves Rocher, das, ich glaube, das ist das Clementine und Zimt, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe die auch in klein auch schon aufgebraucht gehabt letztes Jahr. Die sind alle drei eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich noch das Birne und Kakao, was ja mein Liebling ist. Ich hoffe, das bleibt doch so. Und dann habe ich noch das Rote. Dieses Cranberry Mandel war das. Ja. Toll, oder? Und weil es ja noch nicht genug ist, habe ich dann noch die passenden Duschpeeling von Kakao und Birne und von diesem Mandarine-Ding. Oder Clementine-Ding, oder wie man das auch heißen mag. Die mag ich eigentlich ganz gerne, aber die sind so flüssig. Ich bin halt drauf gekommen, dass man die als Duschgel verwenden soll, statt als Peeling, aber ja. Okay, dann habe ich noch das Schoko-Duschgel von Balea. Das sieht so aus. Ja, ich hatte ja das mit... Oh, das riecht so gut. Aber Duschgel-Schoko passt jetzt nicht zu der Jahreszeit. Deswegen hebe ich mir das für den Winter auf. Aber ich mag Schoko-Duschgele, falls ihr es noch nicht wisst. Ja, dann habe ich ein Mandelmilch heißt das, von Aveo. Das habe ich mir gerade mal gekauft, weil ich die Mandelsachen von Body Shop aufbrauchen wollte. Unnötig, aber okay. Ja. Oh, Gott sei Dank, wir haben die erste Partie gleich fertig und ich krieg Schluck auf. Dann habe ich ein Duschgel von Roberto Cavalli. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, da habe ich ja so eine Phase gehabt mit diesen Duschgels und so. Das ging auch aus dem Sortiment, das gibt es leider nicht mehr, aber es riecht voll gut. Bodylotion habe ich natürlich auch davon. Dann habe ich hier mein letztes Backup von dem Ahava Buttersalz-Peeling. Das sieht so aus. Mag ich auch sehr gern. Also das war so ein gemischtes Gefühl. Ich bin traurig, weil ich werde das bald anfangen, weil mein anderes Butter-Peeling, das ich jetzt in Benutzung habe, ist bald leer. Und deswegen werde ich das bald benutzen. Dann ein Victoria's Secret Duschgel. Das ist das Endless Love. Das sieht so aus, da hatte ich die extreme Phase, alle Duschgele zu haben von Victoria's Secret. Sagt lieber nichts dazu. Sorry. Ich muss gerade... Oh Gott, ist das schwer. Ich sterbe noch. Ah, nicht umfallen. Okay. Weiter geht's. Dann habe ich, das habe ich mal geschenkt bekommen, das ist von Hofein Duschgel gewesen. Das riecht auch urgeil. Das will ich auch bald verwenden im Winter dann. Ich weiß, im Winter ist dämlich, weil es riecht ja eher fruchtig. Aber ich habe eine Bodybutter, die dazu passend ist, von der Body Shop, und deswegen will ich die Sachen gemeinsam verwenden. Das riecht echt gut. Ich frage mich, warum ich das damals nicht gesehen habe. Das habe ich nämlich von der Kathi bekommen. Dann habe ich ein Duschgel von Isana. Das ist dieses Leni Lemon und Mr. Mint. Oh, ich habe Angst, dass ich die Kiste da umhaue. Das sieht so aus. Riecht ganz, 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 ganz zitronig. Aber urgut. Ich glaube, das werde ich erst dann nächstes Jahr verwenden. Ich habe den Bodyspray auch davon und ich habe so viel Bodysprays und ich habe von allen einfach zu viel. Das brauchte ich ja unbedingt. Das ist ein Mini-Schokoduschgel. Habe ich euch, glaube ich, vor kurzem in einem Haul erst gezeigt.
Dann habe ich hier das Bettina Barty Apfel- und Zimt-Duschgel. Da gibt es ja die Bodylotion auch noch, aber ich darf mir die nicht kaufen, weil ich schmier mich eh nie ein. Aber das riecht echt geil. Das riecht sowas von geil. Ich freue mich schon, wenn ich das im Winter benutzen kann. Dann habe ich hier ein Sommerduschgel vom letzten Jahr von Balea. Paradise Peach heißt das, mit Ananas und Kokosduft. Boah, das riecht so wie ein Bravo, das damals gegeben hat, dieses Ananas-Kokos. Boah, das riecht genauso. Sieht so aus, wenn ihr euch an das noch erinnern könnt. Gab es ja letztes Jahr, glaube ich. Dann passend dazu habe ich noch das Tropical Sunshine mit Orange und Mango. Das war von derselben Reihe wie das andere vorher. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eins habe. Oh ja, das ist da unten. Moment kurz. Dann habe ich noch das Cabana Dream mit Maracuja und Pfirsichduft. Das habe ich auch noch. Ja. Hat er gefehlt in meiner Sammlung. Dann wieder ein Roberto Cavalli Duschgel. Aber das Goldene. Das hatte ich ja schon mal in klein, weil das in einem Geschenkset dabei war. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Deswegen habe ich mir das nachgekauft. Ich glaube, ich habe davon sogar... Na, da habe ich, glaube ich, keine Bodylotion. Wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe es zumindest nicht. Dann habe ich zweimal das Vanille- und Kokos-Duschgel. Die laufen auch im eins im September und das andere im November ab. Ups. Aber das riecht echt gut. Das riecht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wisst ihr das? Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber die mag ich echt, echt gern vom Duft her. Habe ich leider noch nie eins verwendet. Dann habe ich eins Hibiskus und Nektarine. Ich glaube, das gibt es gar nicht mal mehr. Das habe ich mir damals in Klein-Hauxdorf gekauft, weil es bei uns in Österreich gar nicht gegeben hat. Außer dann danach halt, wo ich es dann schon hatte. Riecht ganz gut, aber ja, das gibt es eh nicht mehr. Aber ich glaube, da gibt es fast alles nicht mehr, was ich habe. Ja, dann mein zweites Backup von dem Mango-Duschgel, wo ich richtig, richtig sauer war, dass sie das rausgenommen haben wieder. Weil das, finde ich, war viel zu kurz im Sortiment. Viel zu kurz. Ich habe jetzt, eines habe ich aktuell in der Badewanne stehen, weil das benutze ich so zwischendurch, weil ich halt nicht will, dass es leer geht. Und das ist halt mein Backup. Ich mag die Balea-Duschgele eigentlich, weil ich auch die Verpackung und die Flaschen so gern mag, aber irgendwie finde ich das blöd, dass sie immer meine Sorten auflassen. Ja, dann habe ich hier ein Mini-Lotus-Duschgel. Dann habe ich das zweite Isana Kokos-Maracuja. Habe ich zweimal. Dann von Litamin. Das riecht urgut. Das ist das Mandarine. Das riecht sowas von gut. Ich war so froh, dass mir das mal eine Abonnentin geschenkt hat. Das ist ja Mandarine-Buttermilch, ist das. Ich freue mich schon, wenn ich das benutzen kann. Aber ich glaube, das zählt bei allen. Dann habe ich hier ein Mandarine Balea Duschgel. Das mag ich so gerne. Das ist auch noch die alte Verpackung, wenn ihr das erkennen könnt. Weil das ist die neue und das ist die alte. Ja, habe ich auch schon sehr, sehr lang. Sollte ich jetzt endlich mal aufbrauchen. Aber das sollte ich ja bei jedem. Ich will das auch dann gleich umschlichten, damit ich die alten nach vorhole und die neuen nach hinten gebe. Damit ich mich nicht erwische, immer die neuen zu benutzen. Dann habe ich hier zweimal das Haferduschgel von Yves Rocher. Das mag ich so, so gerne. Das mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich habe doch, glaube ich, zweimal noch die Bodylotion passend dazu. Das gibt es ja leider auch nicht mehr, obwohl das mein Liebling ist von Yves Rocher. Ja, aber ich habe Gott sei Dank noch zwei. Dann habe ich hier noch das Duschgel... Was ist denn das für eins? Oh, Himbeer und Pfefferminz steht ganz oben. Da steht es. Das sind die neuen Varianten. Früher haben die ja so ausgeschaut und jetzt sind die so. Also die gibt es natürlich noch größer, habt ihr ja eh gesehen, die Wintervarianten davon. Aber das war die alte Verpackung. Und ich mag die alte irgendwie besser, obwohl da der Verschluss ein bisschen praktischer ist. Weil da muss man es halt komplett aufschrauben, auch bei der Bodylotion, was urunpraktisch ist, weil ich benutze gerade eine. Aber ja, ich mag die alte Verpackung trotzdem irgendwie lieber. Nicht nur viele, dann haben wir es geschafft. Ich habe einmal noch dieses, das ist eine Limited Edition, das heißt Raumfahrer-Dusche mit ganz vielen Sternchen drinnen. Ich finde das so, so geil. Das wollte ich eigentlich noch für Instagram posten, weil ich das so cool finde mit den Sternchen. Hätte ich mir ja nicht kaufen brauchen, aber egal. Dann habe ich noch das Palmolive Mint Shake und das finde ich so geil. Das riecht wie After Eight, Leute. Aber ist auch eher was für den Winter. Riecht so gut.
Riecht wirklich sowas von gut. Und dann habe ich noch drei von Victoria's Secret. Ich frage mich, wann ich die mal aufbrauchen werde. Da habe ich noch das Amber Romance. Pff, wir haben es geschafft gleich. Ich glaube es gar nicht. Die Kiste ist voll und da sind alle jetzt drinnen. Katastrophe. Ja. Und dann habe ich hier noch das Love Spell. Und ich habe auch zu manchen auch die passenden Body Lotions dazu. Und dann habe ich noch das Mango Temptation. Das mochte ich auch, glaube ich, eines, was ich am meisten mochte, glaube ich. Ich rieche da nichts. Oh, das riecht voll gut. Es gibt nämlich eines, das mag ich voll gerne. Da habe ich auch ein Body Spray und die Body Lotion davon. Und das haben die mir aus dem Sortiment genommen, diese Bongerten. Aber was eh wieder typisch. Ja. Das waren die letzten zwei Duschgele. Ich hab's geschafft. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub es nicht. Das war vielleicht ein bisschen schnell, aber ich wollte das Video so kurz wie möglich halten und das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Katastrophe, die ganze Kiste ist voll. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaub nämlich nicht. Warte jetzt kurz. Da. Die ganze Kiste ist voll. Das ist abnormal, aber verrat jetzt keinen. Ich habe in den letzten paar Videos gesagt, dass ich versuche auszumissen, aber bei Duschgel werde ich nichts ausmissen. Das sind meine Babys, da wird nichts ausgemistet. Auch bei Parfums oder so, oder also bei Düften oder so würde ich niemals was ausmissen. Ja, das sind meine Babys, die gebe ich nicht her. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr für Duschgele zurzeit am liebsten benutzt. Das würde mich nämlich interessieren. Und wie viele ihr habt. Ich habe nicht mitzählt. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele das sind. Aber ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie viele ihr habt. Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit jetzt einen Gefallen getan. Ihr habt mich ein bisschen gequält mit dem Video. Aber ich hoffe, ihr habt eine Freude mit dem Video. Ich nicht. Also ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Tja, das war's mit dem Video. Bevor ich jetzt noch weiter jammer, weil das Jammern bringt eh nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!